Dieser Orden hier sieht irgendwie aus wie ein Meltan. Findet ihr nicht? Ich finde schon, dass er Ähnlichkeiten damit hat. Und hier sind sie alle. Oh mein Gott, warum sind die so dreckig? Tja, dann müssen wir sie wohl säubern. Oh lol, man kann die rausnehmen. Lol. Hab ich das getan? So, nachdem man alle gesabbert hat, kann man ein Easter Egg zeigen, und zwar... Hören sich alle anders an. So, und nun heißt es, auf zur Pokémon-Liga mit all unseren 8 Orden. Denn jetzt sollten wir auf unserem Pocket die Attacke... Da war es gerade. Die Attacke Surfer, nicht Surfer, Kaskade haben, genau so hieß sie. Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Sie liegt am Meer und da drüben steht ein Leuchtturm. Oh, da ist ja der Erinnerort dieser Stadt. Du musst gut sein. Bitte nimm die auch noch mit. Term 99, wahrscheinlich ist das Kaskade, oder? Richtig. Wasserfälle erklimmen können wir damit. Wenn du die Kaskade über die App deines Pockets einsetzt, kannst du Pokémon-Liga ansteuern. Ich kann nicht so gut ausdrücken, aber viel Glück. Danke, Jasmin. Hier haben wir sie. Alle VM-Attacken. 8 Stück, 8 Orden, macht Sinn. Okay. Und damit surfen wir dann, am besten auf Tails, rüber zum letzten Ort. Die Pokémon-Liga. Wenn wir mal auf die Karte schauen. Hier. Wir haben jetzt erstmal hier den Meerespfad. Danach sind wir dann da. Das hier ist der Weg zur Siegestraße, kann man sagen. Also ich weiß gar nicht, ob es hier in dieser Gen eine Siegestraße gibt. Kann gut sein. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe es vergessen. Also wenn man auf die Map schaut, sieht es aus wie nein. Aber vielleicht ist da dieses Wassergebiet hier ein Ersatz für die Siegestraße. Siegestraße ist ein Ort, wo man viele VMs benutzen muss und man die ganze Zeit von Gegnern abgenervt wird und auch von vielen starken Trainern. Das ist die Siegestraße. Ich mag sie generell eigentlich nicht, aber zum Glück gibt es die nicht oft. Ich bin entschlossen, zur Pokémon-Liga zu gehen, egal wie hart es werden wird. Wir werden hier auf Leute treffen, genauso wie wir 8 Orden besitzen. Schaut euch dieses Mädchen zum Beispiel an. Also jetzt nicht, wie sie aussieht, schon hübsch, aber sie hat ein Lumineon. Sehr schönes Pokémon. Ich mag Lumineon sehr. Leider ist es nicht so gut. Und ich frage mich, wie du mit einem Lumineon alle 8 Orden bekommen hast. Vor allem jetzt gerade die Elektro. Also die Trainer hier machen gar keinen Sinn. Die wollen zur Pokémon-Liga, vermutlich, weil sie auch alle 8 Orden haben. Aber... Wenn man sich dann ihre Pokémon anschaut, fragt man sich schon, wie haben die so viele Orden erreichen können? Skills zeigen sie nicht vor. Das ist das Komische dran. Ein großes Mysterium. Es ist so hart. Zu gewinnen, ja? Wegen einer Niederlage gebe ich nicht auf. Die Pokémon-Liga rennt nicht weg. Noch nicht. Aber ich renne zuvor. Entschuldige bitte, dass ich nicht angemessen angezogen bin für einen Kampf. Ach, brauchst du nicht hübsch aussehen. Ich meine, das ist so schön. Ach, lass was. Emily, was hast du für Pokémon? Azurill? Azurill? Hallo, ich bin Emily. Ich habe 8 Orden mit einem Azurill bekommen. Macht Sinn. Und sorry für den kleinen E-Rap, aber ja, macht Sinn. Logisch, natürlich. Natürlich, wenn du mal zurück hast, du alle. Immer diese Cheater-Pokémon. Es gibt so viele Cheater. Auch manche Arena-Leiter sind am Cheaten. Ah, okay. Mit einem Azumarill kann ich es mir schon vorstellen. Obwohl, eigentlich auch nicht wirklich. Nur ein Azumarill, das reicht nicht. Aber es ist immer noch viel realistischer als ein Azurill. Aber ja, Azumarill, letzte Entwicklung. Bei einem Viech. Ja. Macht schon Sinn. Aber du sollst wieder in dein Ei gehen. Und mich
überqueren lassen. Blättersturm. Holy moly, Pepperoni. 130 Stärke, 90 Genauigkeit, was tatsächlich ziemlich hoch ist für so eine Attacke. Anwender erzeugt einen Sturm aus scharfen Blättern. Rückstoß senkt Spezialangriff des Anwenders stark. Also eine richtig starke Attacke, die aber leider den Spezialangriff senkt von uns. Das ist sehr schwierig. Ich mag Igelsamen eigentlich. Und das ist wirklich schwierig. Das ist halt der größte Downside an Blättersturm. Spezialangriff senkt stark. Deshalb mag ich Gigasauger eigentlich mehr, aber seht ihr den Damage? Seht ihr, wie viel Schaden das macht? Das macht fast das Doppelte. Okay, nicht ganz, aber fast das Doppelte von Gigasauger. Und trifft meistens auch. Ich werde erstmal Nein sagen. Aber ihr wisst, ich werde, bevor wir die Liga anbrechen, bevor wir da wirklich auch reingehen und uns, stellen von den Kämpfen, werde ich mir nochmal alle Attacken anschauen, was für uns das Beste wäre. Gleichzeitig zu schwimmen und zu kämpfen war wohl keine so gute Idee. Und mir natürlich auch Expertenmeinungen holen. Wenn ich einen Bikini trage, habe ich keinen Platz für Pokebälle. deshalb habt ihr nur ein Wasser-Pokémon bei euch und sonst nichts. Ah, das macht schon mehr Sinn. Ja, also Tentoxa ist so das, oder Tentacha und Tentoxa beide sind so das nur nach 15 Pokémon im Meer. Und bitte hab jetzt keine. Okay, lass mich. Hallo, lass mich gehen. Du willst mir wirklich unbedingt sterben, Herr Doktor. Du willst unbedingt, dass ich dich KO haue. Okay, können wir machen. Kein Problem. Wenn du es unbedingt willst, wenn du mich jetzt vergiftest, dann kriegst du sogar die doppelte Ladung. Okay. Du wolltest, dass ich dich umbringe. Das war nicht meine Entscheidung. Du hast mich nicht gehen lassen. Du hast mich vergiftet. Selber schuld. Und ich werde die Vergiftung jetzt nicht heilen. Weil ich hoffe, dass es keine Siegestraße gibt und dass wir gleich schon direkt an der Liga ankommen. Das wäre cool. Das wäre ziemlich cool. Ja. Leider haben wir viele wilde Kämpfe hier. Und noch ein Tentoxa. Ich habe halt nichts, was ich machen kann dagegen. Ich habe keinen Topschutz. Ich könnte nochmal zurückfliegen und welchen kaufen, aber Dinger sind teuer und das Ganze nur für den Weg. Ich weiß nicht. Ich lasse es eigentlich lieber. Vor allem hier in den 3D-Spielen mag ich es überhaupt nicht. Da geht es nicht lang, das Sattgasse. Ich trainiere ja auch in einer Pokémon-Arena. Glaube nicht, dass das ein Spaziergang für dich wird. Aha. Na, dann muss ich erstmal beweisen, ne? Pedro Schwimmbadi. Mit einem Mantips. Ich werde die Vergiftung einfach ignorieren und einfach eure Lebensenergie aussaugen für mein Wohl. Falls ihr euch fragt, wie kann Pflanze nicht effektiv sein gegen Mantyps, das Ding muss doch Typ Wasser sein. Es ist Typ Wasser, aber es ist auch Typ Flug. Zumindest bin ich mir sehr sicher, dass es Typ Flug ist, weil es sehr viel Flug, Flugattacken drauf hat. Und ist ein, oder? Überlegen, war Mantyps ein Proto-Pokémon oder war es Höhen? Ich weiß es nicht mehr. Die Wartentwicklung war auf jeden Fall ein Proto-Pokémon, aber ich glaube, die Vorentwicklung, das hier war noch in Höhen, oder? Ja, wie auch immer. Oder vielleicht sogar hier, einfach hier aus Sinnoh. Das kann auch sein, dass ich komplett falsch liege. Wie auch immer. Der Trainer hat immer noch nichts zu bieten. Nick. Die saugen jetzt die ganze Energie weg von dir. Damit ich keine Supertränke benutzen muss. Dankeschön. Danke für die Spende. Wie so ein Zubat. Auch nice. Du, wie ein Vampir. Naja, Vergiftung, bla bla. Macht viel Damage. Verstanden. So. Hier ist ja die Weiterentwicklung von Mantyps. Ich muss wirklich sagen, Mantax ist wirklich süß. Ich mag Mantax. Wenn es besser wäre, würde ich es auf jeden Fall ins Team tun. Kleiner Fun Fact, wie man Mantyps zu Mantax entwickelt.
man braucht ein Remoraid im Team. Warum? Weiß ich nicht. Man kann aber beim Mantages im Artwork sehen, dass da ein Remoraid unter dem in der Flosse klebt. Und das ist anscheinend ein Hinweis drauf, dass, wie man es entwickelt, dass man Remoraid im Team haben muss. Und es dann sich so einen großen Mantags entwickelt. Ja, keine Ahnung, fragt mich nicht. Mantags ist trotzdem ein cooles Pokémon. Will ich irgendwann mal im Team haben. Irgendwann mal. Genauso wie Lumineon. Beides Pokémon, die ich sehr gerne in meinem Team haben möchte. Aber es ist leider nicht ganz so gut. Da finde ich Boyalin stärker. Ja. Wie das aussieht. Ja, reicht jetzt. Hör auf, um was zu schießen, wo du gar keinen Mund für aufmachst. Reicht jetzt. Ja, das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Ich hab gesagt, das reicht jetzt. Bombe, bombe. Hier ist Energie raus, Mann. Ich hoffe, es kommen nicht mehr so viele Gegner. Aber ja, das sind so ziemlich die letzten Trainer im Spiel. Halt, die meisten Trainer, die ich verpasst habe, waren Polizisten. Aber ansonsten kommen wir keine mehr. Meister Marinus, Wellenbrecher Marinus, ich habe sie enttäuscht und versagt. Aha. Was tun? Allein oder in der Arena trainieren? Kann ich dir nicht helfen, Bro? Ich habe selber mich selber aufzupassen. Mein Traum ist es, in jeder Region unter der Sonne im Meer zu schwimmen. Vor dem Kampf tief durchatmen. Okay. Okay, das Kämpfen. Riesigen Pokéball, den sie hinter sich hatte. Jetzt nicht mehr, okay. Oh, Traumagröße. Zweiter Platz, das war nicht geplant. Können wir machen, aber war nicht geplant. Oh no, 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 that was not planned. Auf gar keinen Fall, nein. Oh nein, meine AP sind leer. Das bin gar nicht aufgefallen. Will ich jetzt mein Ether dafür verschwenden? Eigentlich nicht, nein. Auch wenn wir einen Top-Ether hätten. Nein. Dann, Erdbeben. Leider muss ich dann gucken, dass ich, nee, alle werden vom Erdbeben getroffen. Egal, wenn ich rein switch. Jeder wird getroffen. Da muss Traumagels einfach aushalten. Anders geht's nicht. Und ey, das ist ein Kampf gegen 6 Pokémon. Oh Gott, Erdbeben war dumm. Jetzt, oh Gott, Erdbeben war richtig dumm. Ich hätte Knirsch oder so einsetzen sollen. Oh, nee. Die werden mir jetzt richtig einen reinhauen. Oh, Traumagier hat Schwebe als Fähigkeit. Das wusste ich gar nicht. Das ist perfekt. Dann war das doch nicht dumm. Ja, das war gut. Manche Geister-Pokémon haben nämlich kein Schwebe. Deshalb bin ich da immer unsicher, ob die Schwebe haben oder nicht. Ich bin da immer unsicher. So, jetzt sind nur noch 4 Pokémon als Gegner da. Aber ich weiß schon, dass danach noch mindestens 1-2 weitere Trainer kommen. Die hat man nämlich vorhin schon gesehen auf der Overworld. Niesel, es fängt an zu regnen. Was? Feuer-Pokémon sind geschwächt. Und das ist schlecht. Und Wasser-Pokémon sind gestärkt. Machen wir das so? So sollten wir beide down kriegen. Nein, leider nicht. Nur das Winguil. Schade. Na ja, egal. Immerhin nur noch 3 Pokémon als Gegner. Ach Gott. Rückenwind. Ich meine, das bufft irgendwie. Oder was macht das? Macht das irgendwie. Das machen wir irgendwas Gutes für die Gegner. Enteron. Will ich auch irgendwann mal im Team haben. Ach, irgendwann im Team haben. Irgendwann im Team. Irgendwann. Ciao, Pelipa. Geh zurück, Post ausliefern. Level up. Gott, Scorpio ist wirklich weit hinten. Der Arme, das ist nicht gut. Das können wir so nicht stehen lassen. 2 Pokémon noch. Erdbeben macht auf jeden Fall gegen Enteron den kompletten Damage. Oh yeah. Ein Pokémon noch. Was wird es sein? Ein Mollot. Wasser, Boden. Eine sehr gute Kombination für ein Pokémon.
Pflanze ist zwar noch effektiv, aber ich kann gerade keine Pflanzenattacken einsetzen. Ein Mauland ohne Pflanzen-Pokémon zu bekämpfen ist schwierig, aber nicht unmöglich. Also wenn man Mauland wirklich richtig benutzt, ist es sehr gut. Muss ich einfach so sagen. Ja, aber das war's. Langer Kampf, kurzer Sinn. Boah, mein Traum ist noch nicht ausgeträumt. Einatmen, ausatmen. Ich frage mich, wie das Meer in Kante und Höhen ist. Viel. Vor allem in Höhen. Tiefe Atemzüge sind auch nach einem Kampf Pflicht. Aha. Das ist Pflicht. Ich will mir überlegen, ob ich die ganzen wilden Kämpfe hier einfach rausschneide, weil die werden sowieso nicht interessant sein, weil ich die meiste Zeit fliehen sollte. Ja. Und schneide ich, glaube ich, raus. So, aber hier gibt es ein Item? Nicht? Kommen wir da nicht durch? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin auch auf Reisen. Ah ja. Bist du das? Ruben. Ruben. Mit deinem Tentoxer. Cool, wie der das so in seine Arme so rübergleiten lassen hat, bevor er es geschmissen hat. Naja, ich muss schon die Animation in diesem Spiel loben. Immerhin nicht alles copy-pasted. Vieles, aber nicht alles. Manche Sachen sind ja schön neu animiert worden. Das appreciate ich, weil das kann man sich nicht immer sehr sehen lassen bei Pokémon-Spielen. Leider. Ja, Scorpio findet das auch voll cool. Du behältst die Oberhand. Und du die Unterhand. Jedoch gewiss, dass noch größere Herausforderungen auf dich warten. Geh so weit du kannst, nur du kannst deinen eigenen Horizont erweitern. Wo du recht hast. Hast du wohl recht. Wie komme ich denn da lang? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich da lang kommen soll. Vielleicht finde ich das da später noch heraus, weil hier komme ich auch nicht lang, glaube ich. Nö. Ah, von unten, von ganz unten irgendwo. So, mir wurde es zu viel. Ich habe jetzt einfach ein bisschen Topschutz gekauft. Weil das nervt wirklich. So, anscheinend kann man hier direkt am Anfang irgendwo nach links schwimmen. Oder nicht? Das sieht aber hier voll so aus. Ah, doch kann man. Doch, doch. Alter, ist das fies versteckt. Hier. Hier kann man lang. Ey, das ist richtig fies versteckt. Und die Belohnung ist... Hier kann man stehen. DTM Regentanz. Na, wir haben ja schon gesehen, was das macht, glaube ich. Falls nicht, erkläre ich es kurz. Damit macht man den Regeneffekt. Regentanz, macht man den Regeneffekt. Das, was manche Pokémon als Fähigkeit haben. Also keine wirklich gute Attacke, wenn ihr mich fragt. Aber egal. Nicht mehr viele Trainer. Bald sind wir, glaube ich, schon da. Und ihr seht, wie schnell der Schutz ausgeht. Vor allem hier in den 3D-Spielen. Ich mag es nicht. Ich habe mich entschieden. Wenn ich dich bezwingen kann, gehe ich zur Pokémon-Liga. Versuch's erstmal. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Beim Versuch. Wilfred. Du willst mit einem Bumbleen antreten, nicht mit einem Boyelin vielleicht. Ich meine, du bist wahrscheinlich Level 40 oder so. Hättest es längst entwickeln können. Warum tust du es dann nicht? Warum? Warum? Erklär es mir, warum? Ah. Ah, na, Trainer gibt's, die gibt's nicht. Also. Glaubt mir, Leute, im Platin müsste ich mich da kaum aufregen. Im Platin gibt es viele kluge Trainer, da bin ich mir sehr sicher. Meine Erinnerung war das so. Dass es da viele kluge Trainer gab, die bessere Pokémon hatten als die ganze Zeit nur 24-7 Pokémon, die man hier beim Let's Play gefühlt in fast jeder Folge gesehen hat. Sowas wie Zubat oder wie ein Wampel oder sonst Weiterentwicklungen von den Viechern, oder? Die exklusiven Pokémon, Charmian und Skunkapoo. Obwohl, das waren meistens eigentlich Team Galactic Mitglieder, aber ihr wisst, was ich meine. Trotzdem sieht man die sehr, sehr oft. Es ist okay. Lass mich einfach mit der Strömung hinfortziehen. Wie Treibholz. Der Arme. Okay. Oh, hi. Ich habe einen Trainer im Wasser gefunden. Statt einem Pokémon habe ich einen Trainer gefunden. Da hat sie schon ihren riesigen Pokéball bereit. Aber ich glaube nicht, dass Trainer schrumpfen können.
Pokémon, die haben da so eine Art an sich, dass sie schrumpfen können, aber ich glaube nicht, dass das Trainer können. Wird ein bisschen schwierig, so einen Trainer in so einen Ball zu kriegen. Pokémon, it just works. Es ist okay. Na ja. Ein Gorholki. Du bist aber nicht der King des Meeres, denn das wäre Violet. Violet ist voll der krasse King. Du bist nur ein Imposter, der den Namen klaut. Hau ab und ciao. Mein Bedarf ist gedeckt. Ich bin müde vom Schwimmen, also lasse ich mich treiben und ruhe mich so etwas aus. Hey, kann man stehen? Hier kann man wieder stehen. Wir sollten wohl bald ankommen. Ich kam hierher, um die Pokémon-Liga mit eigenen Augen zu sehen. Ah, er ist also nur Tourist. Das ist ein Unterschied. Manche sind hier, um da wirklich auch anzutreten und die anderen sind nur Touristen. So wie der Typ hier. Der war einfach nur zugucken. Er ist einfach nur so ein Puppenpuck. Denk ich so, boah, krasser Kampf, ey. Lädt das dann auf Poketube hoch. Und das ist dein Job. Schaltet da ganz viel Werbung rein. Oder so. Aber seht ihr die Level? Unter Level 40. Ich kann sehr gut verstehen, warum Leute in diesem Spiel, vor allem hier in Brilliant Diamond Shining Pearl, warum Leute hier die Trainer skippen. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Weil es macht einfach keinen Sinn. Es macht wirklich einfach keinen Sinn. Wir erreichen schon langsam Level 60. Step up your game, man. Dein Mashok würde dir auch nicht mehr helfen. Der wird weggeerdbebt. Weggebebt. Dubstep. Das war wohl zu viel Dubstep für das Mashok. Dann geht er down. Er konnte mit dem heftigen Subwoofer nicht mithalten. Ich bin schockiert. Nein, wirklich. Ich bin schockiert. Achso, war ich schockiert. Du warst schlecht schockiert. So wie ich im Moment kämpfe, reicht's für mich bei der Pokémon-Liga nur zum Zuschauer. Aber geh zu deinem Weg und kämpfe in der Pokémon-Liga für mich mit. Da war ja doch kein Tourist. Eine Perle! Moment, eine leuchtende Perle? Eine Perle gefunden? Oh mein Gott! Heftig, oder Tails? Ich finde das langweilig. Tails, hallo, das war heftig. Man kann es so ganz leicht erkennen, aber in diesem Spiel kann man es sehr schlecht erkennen. So ganz leicht kannst du den Unterschied erkennen, aber es ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schön und auch nicht gut. Okay. Wenn man Herz erobern will, muss auch im offenen Meer eine gute Figur abgeben. Ach so, deshalb der Bikini. Du, 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 du. Enter Run. Du, 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 du. Du kriegst das mit mir zu tun, Old Lady. Wolke 7. Ich glaube, das war sogar eine sehr gute Fähigkeit. Trotzdem, in den Himmel schaust du mich nicht. Ich mach das Gegenteilige. Ich mach das mit dir. Bam. Du kannst in deine eigene Wolke 7 gehen. Und ich krieg die Level-Ups dafür. Fair und transparent. Die Erbe setzt ein! Wobei natürlich auch passionierte Bergsteiger so ihren Reiz haben. Schon? Hi. Guck mich an! Ich habe aber einen Schwimmwettkampf den ersten Platz belegt. Als nächstes peile ich deshalb einen Sieg bei der Superwettbewerbshow an. Stimmt, den Wettbewerb gibt's ja auch noch. Kann sich daran noch jemand erinnern? Das neue Minigame, was oft in den Trailern gezeigt wurde. Und was ich einmal gespielt habe. Ein einziges Mal. Also wenn man es genau nimmt, könnte man das auch noch als 100% zählen, dass man da alle Wettbewerbe meistert. Aber ich darauf Lust habe, ich weiß nicht.
in nächster Zeit nicht. Vielleicht irgendwann mal Ostjoke. Könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber jetzt ehrlich. Und dann der Niesel. Ich frage mich gerade, wie lange die Liga in Top 4 dauern wird. Frag mich das wirklich gerade. Wie lange wird das dauern? Wie lange dauert da so ein Kampf, wenn da so voll viele Leute sind? Ich wurde versenkt! Wie beim Schiffe versenken. Oh nein. Ich muss meine Strategie noch einmal überdenken. Ja, am besten nicht alle Schiffe alle nebeneinander hinstellen. Und hier ist ein neues Secret. Mit einem Trainer? Die See ist rau und rau hat sie auch mich gemacht. Was versteckt er sich hier? Secret Trainer. Der Falco. Und das sagt mir nicht, der ist Secret, weil er schwach ist. Ich dachte, der Secret, weil der heftig ist und den optional gemacht hat. Nee, anscheinend genau das Gegenteil. Das ist jetzt nicht ganz so schön. Was? Der ist überlebt? Oh, bitte vergift mich nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Warum? Hundertprozentig überall, dass das so passiert. Oder die Attacke hat sogar hundertprozentig Giftchancen, whatever, keine Ahnung. Mir egal. Einzig, was mich interessiert, ist, dass du auf den Boden gehst. Oder einfach abhaust. Beides geht. Und ein Enteron. Okay. Einfach so ein random Trainer hier in der Ecke versteckt. Mal wieder habe ich keinen AP-Slot mehr übrig für meine Attacke. Giga Sauger Trademark. Schade. Die Welt ist so hart und rau. Okay. Du hast schon so viele Orden? Kein Wunder, dass du so stark bist. Ja, du chillst da weiterhin in der Ecke. Ich lass dich mal alleine, ne? Können wir stehen? Ja, Tails dickt mir zu. Das ist schön. Hier kommen viele Wellen. Weil hier ein weiterer Trainer ist. Hier kann man auch stehen. Wahrscheinlich ist hier ein verstecktes Item. Weil, Tails, du bist nicht das versteckte Item. Schön, dass du dich freust, aber du bist das hier nicht. Das ist nicht versteckt? Nö, keine Ahnung. Vielleicht sind hier versteckte Items. Aber sie werden für immer versteckt. Anders als du. Ich weiß, dass ich surfen kann, aber ich schwimme lieber. Das erscheint komisch. Das ist mir schon klar. Ja, viele Trainer hier wollen lieber schwimmen, als zu surfen. Ganz ehrlich. Sogar, das ist cool. Ganz ehrlich, ich mag beides eigentlich. Also klar, seit Ausbruch von Pandemie war ich nicht mehr schwimmen. Aber ich war immer sehr gerne schwimmen eigentlich davor. Und ja, meistens bin ich selber geschwommen. Und ich schwimme auch eigentlich sehr gerne selber. Aber Surfen ist auch voll cool, wenn man es kann. Ich selber kann es nicht so gut. Aber das ist bestimmt auch so eine Sache, wenn man das sehr oft macht und man auch richtig Bock drauf hat. Dann kann man das bestimmt auch meistern. So wie. Ja, wir in-game. Aber gut, hier ist es einfach nur so, wir halten uns an den Pokémon fest, in dem Fall Bidifas. Und das macht für uns den ganzen Job. Platsch! Platsch, platsch, in the water. Wenn du nicht weißt, wie man schwimmt, bringe ich es dir gerne bei. Nö, nö, ich habe schon mein Seepferdchen. Und hey! Die Pokémon-Liga ist hier. Mit Kaskade. Komm wieder hoch! Hoch da! Yeah. Oh. Es gibt auch eine Siegestraße. Zur Siegestraße. Das ist noch lange nicht vorbei, Leute. Das war erst der Anfang. Der Weg ist noch sehr groß und lang und steil und
Das waren alles Wörter, die ich eigentlich nicht benutzen sollte in einem Satz. Naja, egal. Auf jeden Fall wird es schwierig. Das ist also die Siegestraße. Mal sehen, ob mich hier tatsächlich Siege erwarten. Ich bin einmal gescheitert, aber das hat mich nur stärker gemacht. Immer dranbleiben. Und dann werden wir auch die Siegestraße hinkriegen.